2,3 Millionen Euro, so viel kostet der Umbau eines einzelnen Wohnblocks im WK3 im Herzen von Hoyerswerda. Das Haus Becherstraße 1 bis 5 im WK3 ist allerdings auch ein Pilotprojekt. Schon jetzt sind die Trennwände der neuen Auffahrt zur Terrasse zu erkennen. Die unteren Wohnungen des Hauses werden nämlich komplett barrierefrei. Steffen Markgraf, der Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda, will mit dem Konzept vor allem Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder Behinderungen ansprechen. Wir haben hier schöne Zweiraumwohnung, gute 60 Quadratmeter, die ja rollstuhlgerecht auch den Mietinteressenten angeboten werden können. Das heißt also, der Innenbereich der Wohnung ist so gestaltet, dass man sich also auch gut bewegen kann, trotz des Handicaps. Das Bad ist, denke ich mal, richtig gelungen. Das heißt also, dort hat man die Möglichkeit, vernünftig duschen zu können, das WC zu benutzen. Man hat ein Fenster. Man hat alles etwas großflächiger gestaltet, weil wenn man sich in die Situation dieser Menschen reinversetzt, ist es eben so, dass dann auf einmal ganz andere Kriterien im Bereich des Radiuses, was braucht man also, um vernünftig leben und wohnen zu können, für Platzverhältnisse. Auch für die Wohnungen in den oberen Etagen soll die Hürde der Treppen überwunden werden. So ist im Treppenhaus ein Deckenlift zum Sitzen oder zum Transportieren von Lebensmitteln geplant, vom Keller bis in die oberste Etage. Die aktuell noch leerstehenden Räume wurden saniert und sollen auch noch alle einen Balkon bekommen. Das ganze Haus ist dabei Teil des Modellprogramms Leben wie gewohnt, das alters- und klimagerechte Haus, für welches der Bund 470.000 Euro Fördermittel bereitstellt. Es ist damit eines der größten Projekte im WK3, bei welchem auch die Fassade einen neuen Anstrich bekommt und die Elektrik komplett erneuert wurde. Rund die Hälfte der Wohnungen sind bereits vergeben und die ersten Mieter sollen am 1. Mai einziehen.